Sieht so aus, als hätte Quentin beschlossen, mit dem Einfärben des Hauses zu beginnen. Gut, das machst du richtig toll. Hey, das macht ja richtig viel Spaß. Er hat zwar einen Tropfen Farbe auf dem Gesicht, aber das macht ihm nichts aus. Er geht die Sache richtig rebellisch an. Und was macht Mary? Oh, wenn du dein Haus mit Nagellack anmalst, kann das eine Weile dauern. Anscheinend hat Mary das auch herausgefunden. Oder sie hat sich von Quentin inspirieren lassen. Mary hat nicht nur einen Wettbewerbsgeist, sondern auch noch eine Idee. Aha, sie hat beschlossen, das Haus mit einem weichen rosa Stoff zu beziehen. Sehr originell und ganz schön weich. Als würde ich auf einem kleinen Wölkchen leben. Quentin hat so lange beschlossen, das Blau mit weißen Tropfen zu verdünnen. Aber er hat es ein bisschen übertrieben und Mary befleckt. Und außerdem Wednesday. Oh oh, mit der ist nicht zu spaßen. Quentin, geh in Deckung. Diese unheimliche Hand ist hinter dir her. Zum Glück konnte er sich auf dem Dach verstecken. Ein guter Grund, deine Rettung und das Ende des Hausanstrichs mit dem Hissen einer Multidoo-Flagge zu feiern. Quentin scheint mit dem Aussehen des Hauses nicht zufrieden zu sein. Aber er hat sich was einfallen lassen. Das streicht er in weiß. Was wird denn daraus passieren? Oh wow, das wurde zu einem Fußball. Richtig originell. Und was hat Mary mit diesen CDs vor? Das werden wir gleich herausfinden. Oh wow, sie hat damit ihr Dach verziert. Sieht ganz schön ungewöhnlich und stilvoll aus. Aber sei beim nächsten Mal vorsichtig. Dein Dach ist ganz schön rutschig. Sieht so aus, als hätte Quentin auch beschlossen, sein Dach zu dekorieren. Und zwar mit Notizzetteln. Und was machst du mit dem zweiten Fenster? Ich glaube, deinem Basketball fehlt noch was. Quentin hat eine Lösung. Er bringt einen Basketballkorb an. Sieht toll aus und richtig sportlich. Na los, Quentin, wir sind auf deinen Wurf gefasst. Ups, nicht gerade der beste Wurf. Und deine Nachbarin Wednesday mag Sport nicht besonders. Beim nächsten Mal solltest du eindeutig besser aufpassen. Wednesday hat auch beschlossen, ihr Haus zu färben. Tja, das ist nicht gerade die grellste Farbe, aber das ist nun mal ihr Stil. Und natürlich gehört ein Gitter auf das Fenster. Ich frage mich, was sie sich sonst noch einfallen lässt. Aha, die Hand hat dieses Schwert mitgebracht. Oh ja, Wednesday, nur du allein kannst dein Dach so dekorieren. Und sie hat noch eine Idee. Was für schöne, gruselige Augen. Nun sieht so aus, als wären alle Häuser von außen fertig. Also kann es weitergehen. Wednesday hat beschlossen, mit der Speer- und Fledermaus-Dekoration weiterzumachen. Nun, auf ihre eigene Art und Weise ist das schön. Und das eiskalte Händchen hilft natürlich mit. Und was wäre ein Garten ohne eine Pflanze, nicht wahr? Aber ihr habt doch sicher nicht gedacht, dass das so einfach sein wird. Auf keinen Fall. Wednesday dekoriert nämlich ihren Baum mit ein paar hängenden Augen. Und wozu brauchst du eine Schaufel? Willst du wirklich diese kleinen Hände pflanzen? Na, was daraus wohl werden wird? Und jetzt gießt du sie? Ich will mir gar nicht vorstellen, was daraus wachsen wird. Ach du meine Güte. Das sind ja Hände. Ah, ist das dein Sargbriefkasten? Du hast eindeutig Stil. Gruselig, aber stilvoll. Quentin hat beschlossen, seinen Garten mit einem Hockeyschläger zu schmücken. Und mit ein paar netten blauen Fähnchen. Also noch sportlicher geht's ja hier gar nicht.
Wobei, einen Moment. Schaut mal, jetzt sieht das ja tatsächlich wie ein Fußballfeld aus. Wenn denn, scheint das noch nicht genug zu sein. Und er beschließt, ein Tor aufzustellen. Na, das müssen wir doch sofort ausprobieren. Quentin, wir glauben an dich. Tor! Das war ein Mega-Treffer. Gratulation! Wobei, vielleicht solltest du beim nächsten Mal ein bisschen vorsichtiger sein. Aha, das ist ja eine Mülltonne. Aber mit ein paar Tischtennisbällen verwandelt die sich in einen kleinen Frosch. Und was hat Mary vor? Aha, sie beginnt mit ihrem Briefkasten. Aber das ist alles nicht so einfach, wie es scheint. Sie verwandelt ihren Briefkasten nämlich in einen kleinen Flamingo. Ganz schön kreativ und hübsch. Ja, ohne Hagiwagi-Plüschtiere geht's natürlich nicht. Und dieses rosa Herz benutzen wir statt einer Pflanze. Ein rosa Fahnenmast und rosa Herzen als Dekoration sind eine tolle Ergänzung. Und auf den schön gemähten Rasen kommt eine Picknickdecke, ein paar Kissen. Und darauf kann man sich jetzt sonnen. Das Einzige, was diese Idylle stören könnte, ist Quentin mit seinem Fußball. Oh, das sieht nach ganz bösem Nachbarstreit aus. Aber das stört Wednesday nicht. Sie hat hier ihre eigene Atmosphäre. Schön, dass das eiskalte Händchen auch noch einen Cocktail bringt. Jetzt wird's Zeit, weiterzumachen, und zwar mit der Ausstattung von innen. Wow, hier ist ja noch genug Platz, um kreativ zu sein. Also mal sehen, was Wednesday sich überlegt hat. Sie fängt natürlich mit schwarzer Farbe an, wie unerwartet. Sieht ein bisschen düster aus, aber andererseits dekoriert sie das alles noch mit ein paar Fledermäusen. Zumindest sind die weiß. Genauso wie die Spinnen und die Knochen. Schaut mal, selbst das eiskalte Händchen macht mit. Schön machst du das. Ich meine, gruselig. Jetzt kümmert sich Wednesday um die Möbel. Einen Tisch aus Autoreifen, den sie mit einer Laterne dekoriert. Und in die andere Ecke kommt ein Tisch mit einem antiken Kerzenständer. Wozu brauchst du den Hammer? Alles klar. Es geht weiter mit einer stimmungsvollen Girlande und ein bisschen Spinnennetz. Und natürlich darf die Wahrsagekugel nicht fehlen. Wednesday hat nun mal ihre eigene Art, mit Verwandten im Kontakt zu bleiben. Lieben Gruß an die Familie Adams. Und was hat Quentin vor? Aha, er beginnt auch mit dem Anstrich. Ich bin mir sicher, dass sein Zimmer ein bisschen farbenfroher sein wird. Und es geht weiter mit Notizblättern. Aber was wird er wohl sonst noch an die Wand dran kleben? Sind das Lego-Quadrate? Das werden wir gleich herausfinden. Oh, was für eine nette Lego-Figur. Oh, schaut mal, das ist ja tatsächlich richtig praktisch. Diese kleinen Lego-Figuren sind die perfekten Halter für Ladegerät und Kopfhörer. Das sieht schick aus und ist ganz schön kreativ. Und was machst du mit dem Rest der Bausteine? Aha, die kippst du einfach in den Legomann. Na, besser hätte es nicht sein können.
Außerdem füllt er seinen Raum noch mit ein paar Minecraft-Accessoires. Natürlich darf auch der Dynamit nicht fehlen. Aber klar doch, so ein gemütlicher Sitzsack darf nicht fehlen. Jetzt kannst du in aller Ruhe Minecraft spielen. Benton, denkst du nicht auch, dass es ein bisschen zu dunkel hier ist? Zum Glück hat er einen passenden Kronleuchter in Form eines Skateboards. Nur noch die Leuchtbirnen reinschrauben und befestigen. Wow! Na, jetzt lass mal bei Mary vorbeischauen. Sie will natürlich ihre Wände in rosa haben. Ich sehe, dass sie jetzt schon von ihrem Zimmer total begeistert ist. Auch wenn das Wändestreichen ganz schön anstrengend ist. Oh, jetzt wird's Zeit für ein bisschen fancy Dekoration. Das sind die schönsten Wände, die ich je gesehen habe. Und was geht über einen schönen, flauschigen, rosa Teppich? Nur ein flauschiger Spiegel. Was denn sonst? Auf die andere Seite kommt ein nettes Regal für die kleinen rosa Plüschtiere. Und nicht nur. Oh, das gefällt mir total. Aber hier fehlt noch was. Ich weiß auch schon was. Ein Einhornposter ist die beste Dekoration für diese Wand. Ist das ein Mini-Herd? Ist ja schön. Und ein schönes i-Tüpfelchen, die Girlande. Oh wow, Mary, du hast ja schon Kekse gebacken. Damit kann man das Ende der Renovierung schön feiern. Zeit für eine kleine Teezeremonie mit den Stofftieren. Mary, du hast am meisten gearbeitet. Du hast die ganzen Kekse verdient. Wollt ihr ein bisschen Tee? Bitte sehr. Mann, ist das lecker. Eindeutig. Na dann, guten Appetit. Wir machen weiter. La la la. Oh, hallo, das ist unser erster Kunde. Such dir was aus. Mal sehen. Ich hätte gern einen super fleischigen Burger. Super Wahl. Unsere Bestellung ist der Burger. Okay, einen Moment mal. Gut, dass ich hier schon alles fertig habe. Ich muss alles nur aufwärmen auf dieser Bratpfanne. Dafür gebe ich ein bisschen Öl rein. Weg mit der Packung. Und die Buletten kommen auf die Pfanne. Ah, hier passen nur zwei Stück drauf. Ah, ich benutze einfach noch einen Toaster. Da kommen diese Buletten rein. Voll toll. Und außerdem könnte ich ein Bügeleisen benutzen. Und was mache ich mit der fünften Bulette? Ah, ich habe den Grill ganz vergessen. Jetzt passen alle Buletten hier rein. Und noch ein paar kommen in diesen Mini-Backofen. Und aufs Waffeleisen. Jetzt habe ich aber wirklich alles eingesetzt. Quentin, du kannst noch mein Glätteisen benutzen. Oh, danke, Jess. Das ist so großzügig. Gleich ist die Bulette fertig. Woher kommt dieser Rauch? Oh nein, hier brennt alles. Das ist eine Katastrophe. Was ist denn da los? Wovon reden Sie? Meine Bestellung? Alles in Ordnung. Gleich werden wir fertig sein. Willst du einen Ballon? Oh, ist der für mich? Danke, ist ja nett. Alles ist ruiniert. All meine Buletten. Die in der Bratpfanne sind verbrannt. Und auf dem Bügeleisen auch. Und im Waffeleisen leider auch. Ah, die im Backofen habe ich ganz vergessen. Oh Mann, die sind voll heiß. Oh nein, die auf dem Elektrogrill habe ich ja auch vergessen. Und die im Toaster sind auch nicht zu retten. Aber von der anderen Seite gesehen, muss ich ja irgendwie weiterkochen. Ich brauche einfach ein paar Brötchen und genug Ketchup und Senf, ein Salatblatt, meine Buletten, noch ein bisschen Käse und das obere Brötchen. Hier ist Ihre Bestellung, bitte sehr.
Hä? Woher kommt dieser Rauch? Sowas habe ich nicht bestellt. Zumindest sind alle Buletten vor Ort. Probieren wir mal. Ich glaube, ich habe ein paar Buletten zu viel bestellt. So ist viel bequemer. Das schmeckt lecker. Hat mir gut gefallen. Lecker Schmecker. Also, wie viel schulde ich euch? Oh, das ist unser erstes Geld. Was? Was ist mit meinem Magen los? Was ist denn? Ach du meine Güte, mir ist schlecht. Warten Sie, und das Geld? Oh, wer hat verbranntes Essen serviert? Wo sind unsere Kunden? Was ist das denn für ein Geräusch? Kannst du das hören? Ja, aber ich verstehe nicht, wo das herkommt. Das ist unerträglich. Ach so, unser Kunde ruft uns zum McDrive. Wie lange soll ich denn noch warten? Ja, schönen guten Tag. Was hätten Sie gerne? Ich will einen McFlurry. Alles klar. Wir haben einen neuen Auftrag. Wird gemacht. Ich habe immer einen Eimer mit meinem Lieblingseis parat. Was kommt als nächstes? Eine Packung M&M's. Genau, ich lege die Süßigkeiten einfach hier drauf. Der Kunde wird das zu schätzen wissen. Außerdem wird er diese Oreos lieben. Aber zuerst muss ich sie zerkrümeln. Oh, das mache ich alles für den Kunden. Mein Arm. Also, die Krümel kommen hier auch noch drüber. Fantastisch. Das würde ich selber gerne essen. Ah, ich habe ja ganz vergessen, ich muss das alles noch umrühren mit einem Mixer. Ah, dieser Schneebesen dreht sich voll schnell. Was ist mit ihm los? Sag mir bloß nicht, der ist kaputt. Was mache ich jetzt? Na, mein süßer kleiner Hamster, willst du mir helfen? Na dann mal los. Dieser Hamster liebt es zu rennen und ich liebe es zu kochen. Und wir arbeiten zusammen. Oh, was für ein Tempo. Na los, mach weiter. Und ich kann meinen McFlurry schön umrühren. Hier kommt nur noch ein klitzekleines bisschen Schokosirup drüber. Oh ja, das sieht perfekt aus. Das würde ich selber gerne probieren. Ah, Moment. Hier fehlt noch das Etikett. Ich schnapp mir einfach einen Pinsel und ein bisschen Farbe. Und hier kommt unser Aufkleber drauf. Herrlich. Na, Jess, was sagst du dazu? Ah, perfektes Eis. Hier, bitte sehr. Hier habt ihr das Geld. Das ist ein selbstgemachter Geldschein. Das können wir leider nicht annehmen. Ah, ich habe aber leider kein anderes Geld. Ihr habt doch gar keine Ahnung, wer bei euch bestellt hat. Oh Mann, schon wieder haben wir nichts verdient. Menno, voll blöd. Herzlich willkommen im McDonald's. Hallo? Was würden Sie gerne bestellen? Ich muss mal überlegen. Ganz genau, ich hätte gerne ein Happy Meal. Wunderbar, wir haben eine neue Bestellung. Verstanden, Chefkoch Quentin macht sich an die Arbeit. Zuerst nehme ich mir eine Bulette und brate sie an. Und während sie auf der Pfanne liegt, mache ich mich an die Kartoffeln. Die Kartoffel ist geschält, jetzt muss ich sie in Stücke schneiden. Oh, ich glaube, diese Form passt nicht wirklich. Oh, wow, ich brauche den Ventilator. Das ist eine geniale Idee. Der schneidet meine Kartoffel besser als ich. Super. Ah, jetzt muss ich noch die Pommes auffangen. Super. Ich hab's geschafft. Das sollte reichen für meine Pommes. Hier kommt ein bisschen Öl rein und das stellen wir auf den Herd. Wonach riecht das denn hier? Ah, die Bulette. Mensch, ich hab die ja fast vergessen. Quentin, ich will, dass man uns diesmal bezahlt. Ich probiere so lange die Pommes. Lecker Schmecker. Und jetzt lege ich sie in eine Schachtel. Ich habe hier so eine Lego-Schachtel. Passt schon gut. Ich muss nur das Etikett drüber kleben. Perfekt sieht das aus. Und jetzt mache ich mich an den Burger. Alle Zutaten sind bereit. Die Bulette, Käse, Gurken, Ketchup, Tomaten, Salat und das Brötchen. Perfekt.
Oh, das Getränk hätte ich beinahe vergessen. Jeder liebt Cola. Ich nehme ein Markenglas raus und fülle es mit Cola. Da kommt jetzt noch ein Strohhalm drauf. Hier, die Bestellung ist fertig. Guten Appetit. Oh, vielen lieben Dank. Ist das etwa eine Cola? Nein, mein Baby kann das nicht trinken. Ich muss das Getränk wechseln. Ich hätte gern einen Milkshake. Okay, kein Problem. Werden wir gleich machen. Also als erstes nehme ich mir Milch. Oh Mist, ich glaube, ich habe keine Milch mehr. Ich habe eine Idee. Warten Sie, Fräulein Kuh. Könnten Sie mir ein bisschen Milch geben? Bitte, bitte. Oh, was für ein schwerer Eimer. Gut, dass diese Kuh so lieb war. Und jetzt mache ich also meinen Milkshake. Da kommt jetzt etwas Erdbeersirup rein. Und jetzt einmal schön schütteln. Voila, mein Erdbeermilkshake ist fertig. Bitte sehr. Oh, vielen Dank. Hier, das trinkst du, mein Lieber. Oh, scheint ihm zu schmecken. Super, das Glas brauche ich nicht mehr. Hast du das gesehen? Mal sehen, was in dem Happy Meal drin ist. Oh, ein Pikachu. Schau mal, Baby, was wir hier haben. Pikachu. Oh, mein Kleiner spricht. Gut, das hat uns gefallen. Oh, so ein süßer Kerl. Oh, Moment, sie hat doch nicht bezahlt. Verdammt nochmal. Oh, Hallöchen. Tut mir leid, aber du musst das Essen bezahlen. Du darfst hier nicht rein. Oh, du bist so süß. Na okay, such dir was aus. Du wünschst dir Chicken McNuggets? Kannst du haben. Quentin, das ist unsere Bestellung. Nuggets? Oh nein, der Kühlschrank ist leer. Was machen wir jetzt? Ich habe eine Idee. Wir haben ja noch ein paar Freunde hier auf diesem Bauernhof. Ich muss nur dieses Hühnchen fangen. Oh, bleib doch stehen. Oh, das will irgendwie nicht. Wir haben keine Nuggets. Na, Quentin, stell dich an die Kasse. Ich werde mir was einfallen lassen. Ich brauche einen Mixer und Hundefutter. Für meinen Lieblingskunden. Das Hundefutter muss ich schön durchmixen. Aha, ich habe wunderbares Pulver bekommen. Da muss ich Milch reingießen. Und daraus mache ich jetzt einen Teig. Und aus dem Teig mache ich Nuggets. Die sehen aus wie fertige Chicken McNuggets. Die stelle ich jetzt in den Ofen. Fertig. Ich nehme sie aus dem Ofen und serviere sie in eine McDonald's-Schüssel. Guten Appetit. Oh, wow, das riecht richtig gut, Jess. Die solltest du nicht essen. Okay, wie du meinst. Hier ist deine Bestellung. Schau, es scheint ihm zu gefallen. Ist ja süß. Aber leider haben wir nichts verdient. Schau mal. Oh, wow. Ist dieser Haufen Geld für uns? Oh, danke. Super Hund. Komm gerne noch mal vorbei. Jetzt sind wir reich. Na, lass uns mal was aussuchen. Hm, hier funktioniert nichts. Komisch. Ich verstehe nicht, wieso. Schau mal nach oben. Das sind ja magische Münzen. Die fliegen uns direkt in die Hände. Voll verrückt. Kann ich anfangen? Natürlich. Also, diese Münze kommt hier rein. Was sollte ich auswählen? Die Qual der Wahl. Oh, ich nehme mir ein paar Pocky. Eine ganze Schachtel mit Zartbitterschokolade. Mann, schmecken die lecker. Ich krieg echt nicht genug davon.
viel lecker? Hä? Hier ist nur noch ein Stick drin? Mann, wieso gehen die so schnell aus? Na okay, das werde ich noch genießen. Was nimmst du dir, Jess? Das werden wir gleich herausfinden. Meine Münze ist drin. Ja, ich wähle mir einen Hubba Bubba. Na hallöchen. Und jetzt wird's Zeit für eine Kaugummiblase. Die ist ja riesig. Oh Mann, jetzt ist mein ganzes Gesicht voller Kaugummi. Und die Packung ist alle. Zu blöd. Und wenn ich ein bisschen schummle? Ich nehme mir einfach eine Schnur und einen Knopf. Das ist eine altbewährte Methode. Das muss klappen. Na dann, es kann losgehen. Leckereien. Kommt mal her. Wir drücken dir die Daumen. Es müsste klappen. Ja, ich habe noch einen Kaugummi bekommen. Und den Knopf habe ich auch zurück. Hey, Jess, das darf man nicht machen. Ha, mein Leben, meine Regeln. Mit diesem Knopf bekomme ich so viel Kaugummi, wie ich will. Mehr und noch mehr. Und noch viel, viel mehr. Das gehört jetzt alles mir? Sei doch bloß nicht neidisch. Wow! Oh ja, jetzt werde ich diesen ganzen Kaugummi kauen. Mann, schmeckt das lecker? Ich krieg einfach nicht genug davon. Und jetzt wird's Zeit für die größte Blase der Welt. Versteck dich, Miley. Ich werde gleich den ganzen Raum füllen. Oh nein, 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 bitte tu das nicht. Tut mir leid, aber leider muss ich das tun. Ups, die Blase ist geplatzt und jetzt klebe ich fest. Oh, siehst du lustig aus? Als würdest du in einem Spinnennetz festsitzen. Oh, neue Münzen. Ich kann es kaum erwarten, sie auszugeben. Kann ich wieder anfangen? Dankeschön. Na, hast du Hunger? Hier hast du eine Münze. Ich hoffe, es kommt was Gutes dabei raus. Oh nein, bloß nicht die Toxic Waste. Die sind doch mega, mega sauer. Na, ich probiere erstmal ein Stück. Oh, wie sauer. Aber okay, ich kann das schaffen. Ich krieg gleich einen Krampf. Mann, was hast du denn für ein Gesicht? Hättest du doch mal probieren sollen. Ich werde deine Münze gebrauchen. Ich muss sofort was Süßes essen. Ja, ein Snickers ist genau das, was ich jetzt brauche. Komm mal her. Oh ja, jetzt geht's mir gleich viel, viel besser. Und wie soll ich jetzt an meine Süßigkeiten rankommen? Ah, es gibt doch noch die altmodische Art. An irgendetwas muss ich doch rankommen. Ich hab's fast. Oh nein, ich werde reingesaugt. Ups, ich glaube, ich sitz fest. Oh wow, das sieht ja cool aus. Tatsächlich, jetzt kann ich an alle Süßigkeiten rankommen. Ich fange mit diesem Twix an. Oh Mann, schmeckt das lecker. Und jetzt wird's Zeit für ein paar Skittles. Kommt mal her. Mh, wie lecker. Jetzt trinke ich noch eine Fanta. Ich liebe diesen Geschmack. Oh, wie lecker. Und jetzt wird's Zeit für ein paar Marshmallows. Mann, sind die weich. Mann, und ich habe fast gar nichts bekommen. Ich habe alle Süßigkeiten auf einmal. Na, wo bleiben unsere Münzen? Oh, wow. Die kleben an unserer Stirn. Das war nicht gerade nett, aber okay. Der Automat wartet auf mich. Darf ich anfangen? Na, was kriege ich diesmal? Hm, ein Oreo.
Das ist ja toll. Ich liebe diese Kekse. Die haben so eine leckere Füllung. Ist ja toll. Das liebe ich einfach. Und wo bleibt mein nächster Keks? Oh, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Das war richtig, richtig lecker. Na, worauf wartest du? Wirf deine Münze rein. In Ordnung. Der Münzwurf startet. Was kriege ich denn jetzt? Einen Lutscher am Stiel. Der sieht ja toll aus. Probieren wir mal. Ist da etwa eine Kakerlake drin? Wie soll ich sie denn essen? Okay, ich probiere nur ganz vorsichtig den Lutscher. Der schmeckt lecker. Ich krieg einfach nicht genug davon. Jess, hast du nicht Angst, die Kakerlake aufzuessen? Ups, ich habe sie ganz vergessen. Jetzt ist sie in meinem Mund drin. Das war mega eklig. Oh, da kommt sie geflogen. Sie ist auf meinem Kopf. Oh nein, 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 nein. Jetzt will sie mich fangen. Bloß nicht auf meine Füße krabbeln. Ich muss einfach hochspringen. Hier kriegst du mich nicht. Mann, du bist so lustig. Nein! Diese Kakerlake. Na, die ist wohl doch nicht toll. Ich muss auch auf die Maschine hoch. Ich hoffe, die krabbelt nicht hoch. Also, wo bleiben unsere Münzen? Da sind sie ja. Ich will wieder Erste sein. Na, Automat, gib mir was Leckeres. Eine Fanta. Da hast du Glück gehabt, Miley. Hey, wo rollt sie denn hin? Bleib mal stehen. Na also, ich hab dich gefangen. Na, probieren wir mal. Hey, ich krieg die Dose nicht auf. Na, komm schon. Oh nein. Ganz schön erfrischend, oder? Minno, da gibt's doch nichts zu lachen. Wie auch immer, ich hoffe, dass die Fanta es wert ist. Da ist ja gar nichts mehr drin. Na, das ist ja super blöd. Oh je. Na okay, jetzt bin ich dran. Was wird denn rauskommen? 1, 2, 3. Ernsthaft? Brokkoli? Was für eine Abscheulichkeit. Blöde Maschine. Nimm das. Und noch mehr. Und noch. Beim nächsten Mal gibst du mir keinen Brokkoli. Was? Das reicht. Ich habe keine Lust mehr auf Brokkoli. Oh nein, er macht einfach nicht Schluss. Was soll ich jetzt tun? All diesen Brokkoli aufessen? Das ist ja blöd. Ach, da lässt sich wohl nichts machen. Ich bin selber schuld. Ich glaube, das wird eine Weile dauern. Oh Mann, das hast du dir aber eingebrockt. Hahaha, hör auf, mich auszulachen. Na okay, zumindest ist das Gemüse und es hat viele Vitamine. Noch ein kleines bisschen. Upp, ich glaube, das war ein bisschen zu viel. Oh je,